Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal rund um die Naturfotografie. In diesem Video dreht sich es wieder mal um Bildbearbeitungssoftware. Etwas ganz Neues und angeblich Revolutionäres, schauen wir gleich mal, ob das wirklich so ist, ist gerade auf den Markt gekommen, nämlich Topaz Photo AI. Eine Bildbearbeitungssoftware, die eben verspricht, dass sie durch künstliche Intelligenz und ganz viele Arbeitsschritte abnimmt und Dinge kann, die eben zum Beispiel Lightroom, Photoshop, Capture One einfach nicht so gut hinbekommen. Das schauen wir uns gleich mal an. Was ist das für ein Programm? Wie sieht das aus? Ich werde euch am Bildschirm zeigen, wie das aufgebaut ist. Es ist, so viel kann ich schon mal sagen, vorweg ziemlich einfach gehalten. Also das ist nicht sehr kompliziert. Es wird jetzt kein stundenlanges Tutorial werden. Da steigt man schnell durch. Und dann schauen wir uns an, wie schlägt sich das denn bei ein paar Beispielbildern und vor allem, wie schlägt es sich im Vergleich zu den bisherigen Programmen, die es von Topaz bereits schon gibt. Wenn du auf meinem Kanal schon länger dabei warst, hast du gesehen, dass ich schon ein paar Videos zum Denoise AI gemacht habe, das es schon länger gibt von der Firma Topaz. Dieses Programm behauptet eben, dass es das ISO-Rauschen aus einem Bild einfach rauszieht, aber die Schärfe und die Details vom Bild noch drin lässt. Meine Erfahrung zeigt, dieser Claim stimmt absolut. Das Programm ist einfach richtig geil, hat mir schon viele Bilder gerettet, ich nutze es sehr gern und kann es auch nur allerwärmstens empfehlen. Daneben gibt es auch noch das Sharpen AI Programm, ein Programm, das eben sich auf das Nachschärfen von Bildern spezialisiert hat, gerade von Bildern, die eben nicht ganz so knacke scharf sind, vielleicht leichte Bewegungsunschärfe dran, vielleicht ein bisschen Autofokus, da soll das Programm ganz gut sein. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, hat mich jetzt bisher nie so ganz überzeugt, einige Ergebnisse waren schon recht geil, aber ich finde, das kann man auch mit Lightroom und Photoshop hinkriegen, was eben dieses Programm macht. Aber gut, sei es drum. Daneben gibt es noch das Gigapixel, was eben einfach Bilder mit kleinerer Auflösung auf eine höhere Auflösung hochskaliert, ohne eben Qualitätsverlust zu haben. Das werde ich jetzt ja gar nicht groß behandeln, das ist auch ganz nice to have, aber ich denke, das Entrauschen und das Nachschärfen, das dürfen so die Kernarbeitsbereiche sein, die uns als insbesondere Naturfotografen eben umtreiben und wo wir dankbar sind, wenn wir da ein bisschen Hilfe von der Software bzw. von der künstlichen Intelligenz bekommen. Ganz kurz, wie kommt man an dieses Programm? Man kann das einfach runterladen. Ich habe euch unter dem Video in der Beschreibung direkt einen Link dazu reingepackt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es ist kostenpflichtig, keine Abozahlung, wie jetzt zum Beispiel Lightroom oder Photoshop. Einmal bezahlen, immer haben. Das ist schon mal ganz nice. Bei Denoise, Sharpen und Co. ist es ja so, wenn man das Programm mal ausprobieren will, gibt es eine 30-tägige kostenlose Trial-Phase, das heißt Vollversion runterladen, 30 Tage rumspielen, nichts bezahlen. Wenn man dann merkt, das Programm ist gut, dann muss man eben in die Tasche greifen, das Geld überweisen und dann hat man das Programm for life. Bei Photo AI haben sie das jetzt ein bisschen umgedreht. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich sinnvoll. Aus Userfreundlichkeit finde ich das nicht ganz so gut. Das Programm Photo AI muss man direkt kaufen, um es ausprobieren zu können. Es gibt keine kostenlose Trial-Phase mehr. Aber wenn du das Programm gekauft hast, hast du ab Kaufdatum eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie vom Hersteller. Das heißt, du kannst es trotzdem noch, auch wenn du es vielleicht erstmal bezahlen musst, risikolos testen und kannst eben, wenn du sagst, okay, ich will es doch nicht behalten, weil es doch nicht so der Bringer ist oder weil es mir zu teuer ist oder was auch immer, kannst du dann bei Topaz eben eine E-Mail schicken und sagen, ey, ich will mein Geld zurück. So viel dazu. Jetzt aber mal ins Programm. Wir schauen uns an, wie ist das aufgebaut und wie funktioniert das alles. Wenn ich Topaz Photo AI öffne, dann erscheint erstmal dieses Fenster hier. Und oben haben wir ein entsprechendes Menü. Bei den Windows-Kollegen wird das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber das können wir eigentlich erstmal komplett ignorieren, weil da muss man nichts groß voreinstellen. Da ist eigentlich alles schon so, wie es sein soll. Das heißt, wir können direkt loslegen. Browse Images. Du kannst hier draufklicken, um auf deinem Mac Finder respektive Windows Explorer ein Bild rauszusuchen. Oder du machst eben einfach deine entsprechenden Bilderordner nebenher schon auf und ziehst die Bilder einfach rein. Ich habe mir jetzt hier mal schon drei Beispielbilder rausgesucht. Ich nehme jetzt einfach mal das erste hier, ziehe das einfach rüber, zack, und dann fliegt das rein. Das Bild wird geladen hier, Loading Image, und die Software fängt direkt an zu rechnen und ein paar Dinge bei dem Bild zu erkennen und versucht direkt rauszufinden, okay, was müssen wir denn hier machen? So, wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen größer, dass wir also auch das Ganze gut sehen. Das ist hier unten Scanning Image, Preparing, ja, das rechnet jetzt kurz, um einfach mal das Bild zu analysieren und was die KI dir gleich vorschlägt, das sehen wir gleich. So, jetzt sehen wir hier unten Preview Updated, also die Vorschau ist geladen und jetzt können wir hier das Bild uns anschauen. Ich bin jetzt hier in einer 100% Ansicht von diesem Bild drin. Woran erkenne ich das? Hier unten ist ein Zoom-Regler für 100%.
Ich könnte jetzt auch auf Fit gehen, dann wird es genau in meinen Bildschirm reinpassen, zum Beispiel so. Dann sehe ich das ganze Bild von diesem Reiher. Und hier unten habe ich noch verschiedene Modi für die Ansicht. Ich habe jetzt hier diesen Split View, dass ich quasi hier diesen Balken verschieben kann. Rechts ist quasi das bearbeitete Bild, im Moment sehen wir noch nichts. Und links ist quasi das unbearbeitete Bild. Und du siehst, wenn man sich hier ein bisschen die Regler schiebt, es wird immer wieder parallel gerechnet und eben die Einstellungen, die jetzt hier automatisch schon drin sind, dazu kommen wir gleich, schon angewandt. Das heißt, du siehst schon, hier ist schon einiges passiert. Ja? Hier ist plötzlich das ganze Rauschen weg. Und das sieht auf den allerersten Blick schon mal ziemlich vielversprechend aus. Ich kann mir hier auch das Bild in Gänze anzeigen lassen. Jetzt sehe ich quasi nur das entrauschte Bild, also das bearbeitete Bild. Und hier unten ist so ein Augensymbol, wenn ich da draufklicke, dann komme ich eben zum Original zurück. Jetzt sehe ich das Rauschen wieder, klicke nochmal drauf und dann komme ich wieder zum Bearbeiten. Oder ich habe hier noch ein Nebeneinander-Ansichtsmenü, wo ich eben quasi links das Original und rechts das Bearbeitete anzeigen kann. Also ich kann mir hier quasi aussuchen, was gefällt mir persönlich besser. Ich finde diesen Split-View immer ganz nice und ich gucke es mir auch gerne auf 100% an, dass ich eben genau sehe, was hier eigentlich passiert. So. Ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe, ist ja schon was passiert. Und das passiert hier rechts in diesem Menü, das ist recht übersichtlich. Das ist der Autopilot. In dem Moment, wo ich ein Bild in das Programm reinlade, fängt eben die KI schon an zu rechnen und schlägt mir quasi eine Bearbeitung vor, von der sie denkt, dass sie gut ist. Das trifft manchmal, manchmal eben nicht. Manchmal muss man nachfassen. Wie man nachfassen kann, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Der Autopilot hat hier Using Raw Image Data, das heißt, er hat gemerkt, aha, es ist ein Rohbild, was ich reingemacht habe. Ja, sieht man hier auch in der Dateiendung, CR3, das ist das RAW-Format von Canon, so wie NEF bei Nikon zum Beispiel. Er hat ein Subject Detected, wenn ich da drauf gucke, wird das auch markiert, also ein Objekt erkannt. Das ist jetzt hier nicht 100% sauber, die Maske, aber für so schnell mal eben erkannt, ist das schon ziemlich cool. Removing Moderate Raw Noise, also er hat gesagt, er wird moderates Bildrauschen entfernen. Using Autopilot Settings, also die Autopilot-Einstellungen benutzen. Da ist jetzt so ein grüner Punkt neben dran. Das heißt, im Moment ist das, was die KI hier gemacht hat, das ist quasi jetzt auf das Bild angewendet worden. So sieht das aus. Wenn ich jetzt der Meinung wäre, das ist perfekt, das gefällt mir super gut, gehe ich einfach unten auf Save Image, kann das Bild abspeichern und schon ist meine Bearbeitung fertig. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ja, das ist noch nicht ganz so geil, ich will noch mal ein bisschen nachfassen. Dann kann ich hier unten bei Image Quality verschiedene Regler aufmachen und eben noch mal manuell ein bisschen eingreifen und quasi den Autopilot überschreiben. Remove Raw Noise, das ist quasi das, was die Noise AI ist, jetzt aber in diesem Programm drin. Ich kann das aufklappen und du siehst hier mit diesem Regler, das ist eben angeschaltet. Die künstliche Intelligenz schlägt mir vor, Strength, also Stärke, 20%. Ich könnte sagen, ich will das Rauschen noch viel krasser weg haben. Ich gehe mal hoch. So, jetzt wird hier unten wieder gerechnet. Removing Noise, jetzt dauert es kurz. Und jetzt ist das Rauschen noch krasser weg. Man sieht, der Reiher ist jetzt schon noch glatt gebügelter als vorher schon. Und das sieht jetzt doch schon ein bisschen unnatürlich aus. Gefällt mir nicht so gut. Also der Vorschlag von der KI, das sieht man hier, das war hier, war schon mal nicht schlecht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir machen das noch ein bisschen weniger, dass so ein klein bisschen Grundrauschen schon noch drin ist, damit es nicht so völlig glatt gebügelt aussieht. So, das gefällt mir schon besser. Wir haben noch schön viele Details drin im Reiher. Das ganze Grisseln hier ist weg, aber hier ist es noch so ein bisschen minimal gegrisselt. Ich hoffe, ihr seht das im Video, aber es ist schon sehr schön entrauscht. Also das gefällt mir schon mal gut. Und viel mehr Möglichkeiten als diesen einen Regler, um das Rauschen zu entfernen, habe ich hier gar nicht mehr. Jetzt könnte ich sagen, ich könnte das Bild noch ein bisschen nachschärfen. Das wäre das Sharpen-Modul. Das ist ausgeschaltet. Warum? Weil die Automatik in dem Programm der Meinung ist, das braucht man gar nicht. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will das aber doch, mache ich es einfach mal an. Jetzt habe ich hier Lens Blur und Motion Blur, also quasi objektivbedingte Unschärfe und Bewegungsunschärfe. Und auch hier wieder den Strength-Regler. Da wird mir jetzt einfach was vorgeschlagen, was das Programm denkt, was sinnvoll ist. Auch hier kann ich wieder nachjustieren, wie es mir gefällt und einfach mal ein bisschen rumspielen. Und hier kann ich noch antriggern, ob dieses Nachschärfen nur auf das Motiv angewendet werden soll, Subject Only, also das, was jetzt rot markiert ist, oder auf alles. Ja? Und hier habe ich ein schön freigestelltes Bild und warum soll ich denn den planen Hintergrund nachschärfen? Das ist ja Quatsch. Mir reicht es ja, wenn ich den Reiher nachschärfe. Deswegen kann ich Subject Only hier anlassen.
Und jetzt sehen wir schon, okay, das ist jetzt richtig krass nachgeschärft worden. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist das schon zu viel. Ja? Das gibt schon so ein bisschen Schärfungsartefakte hier. Und das ist einfach übertrieben. Ja? Das sieht nicht mehr gut aus. Wenn ich diesen Strength Regler jetzt einfach mal spaßeshalber nochmal hier Richtung 100% hochballer, dann, jetzt rechnen wir es wieder kurz hier unten, werden wir gleich sehen, was da passiert. Boah, ne? Also das sieht schon quasi ein bisschen wie so ein Comic aus. Völlig übertrieben, völlig hässlich. Also ich würde sagen, wenn wir überhaupt nachschärfen, weil das recht aggressiv ist, würde ich das im einstelligen Bereich lassen und vielleicht hier mal mit, keine Ahnung, mit 3 oder 5 oder so nochmal ein klein wenig nachschärfen bei einem Bild, was ohnehin schon scharf ist, und das reicht dann völlig aus, ja. Also das ist jetzt in Ordnung und das ist natürlich Geschmackssache, ja. Der eine findet das jetzt vielleicht total cool, was ich hier habe, der nächste sagt, nö, gefällt mir gar nicht. Dann könnt ihr hier eben rumspielen. Ich würde bei Sharpen empfehlen, entweder ganz weglassen oder wirklich ganz, ganz minimal machen, wenn denn das Bild schon scharf ist. Eine weitere Option wäre Recover Faces. Das ist quasi nur, wenn ihr menschliche Gesichter im Bild fotografiert habt und die ein bisschen schwammig sind, kann man das recovern. Das ist jetzt für uns irrelevant. Und Enhance Resolution, das ist eben, muss man eben antriggern, wenn man unten das Upscale, also das Hochskalieren machen will. Das ist eben das, was früher das Gigapixel-Programm war, oder was heißt früher, das Programm gibt es ja immer noch, was das Gigapixel-Programm macht, nämlich die Bildgröße einfach verdoppeln, zweifach, vervierfachen oder auf das Maximum, was das Programm eben kann, hochballern. Ich habe jetzt hier ein Bild, du siehst ja hier genau die Abmessungen, das sind 20 Megapixel, reicht mir persönlich völlig aus. Warum soll ich das hochballern? Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Auch da kann man damit rumspielen, ob einem das gefällt. Und wenn man das eben antriggern will, dann das Enhanced Resolution hier anmachen. So, du siehst jetzt oben, dass das hier so ein bisschen ein Loch in der Mitte hat. Und hier steht Reset to Autopilot Settings. Das heißt, ich habe eben nicht mehr die Autopilot-Einstellungen in meinem Bild drin, weil ich eben unten hier noch ein bisschen nachbearbeitet habe. So, und wenn ich jetzt der Meinung bin, diese Bearbeitung gefällt mir gut, dann mache ich hier unten einfach auf Save Image, Bild speichern, und dann wird eben, du siehst es hier, eine Datei erstellt. Und zwar, ich kann hier angeben bei FileName, ob ich jetzt als Suffix zum Beispiel irgendwie noch Topaz hinten dran stehen haben will. Das sieht man hier, das Bild hieß vorher Noisy 1, jetzt wird Topaz hinten dran gehängt, die Noise Raw Sharpen. Add Applied Filters to FileName, also die benutzten Filter zum Dateinamen hinzufügen, finde ich jetzt Schwachsinn, brauche ich nicht. So reicht das vom Dateinamen her, kann jeder machen, wie er will. Save to Location Original Folder, also speichern an den Speicherort des originären Bildes. Da kannst du dir auswählen, ob das eben da rein soll, wo das Original auch war, oder speziell in den anderen Ordner. Das ist dir überlassen. Und Format Preserve Input Format, das würde ich immer drin lassen. Ich habe jetzt ein RAW-Bild reingemacht, ein CR3. Und in RAW CR3-Format kann das Programm nicht speichern, aber du siehst es hier, es speichert es als DNG, also digitales Negativ, auch ein RAW-Format. Und das ist somit immer noch eine sehr gute Qualität. Und dann klickst du unten eben einfach auf Save. Und da kommt hier Processing, es rendert eben kurz und speichert das Bild. Und dann ist das eben unter diesem Dateinamen hier in dem Ordner, wo auch das Originalbild war, abgespeichert. Okay, schauen wir uns nochmal ein zweites Bild an. Das hier übrigens, habe ich gar nicht gesagt, war bei ISO 16000 an der Canon R6 mit einem RF 100 bis 500 mm Objektiv fotografiert. Wir schauen uns in der gleichen Kamera bei gleicher ISO-Zahl auch 16000 nochmal ein zweites Bild an und dann nochmal ein drittes Bild, was ein klein bisschen unscharf und auch etwas noisy ist. Und am Schluss werden wir eben diese drei Bilder, die jetzt aus dem Photo AI rausgespeichert wurden, nochmal vergleichen mit demselben Bild, was ich durch Dnoise respektive Sharpen AI gejagt habe. Und dann können wir vergleichen, welches Programm denn hier den besseren Job macht. So, da haben wir die ziemlich verrauschte Amsel. Das ist quasi das Originalbild. Und das ist das, was Photo AI draus gemacht hat. Und wow, aus dem Stand würde ich sagen, das ISO-Rauschen ist komplett weg. Natürlich ist das Bild ein bisschen, gerade hier an den Flügeln, weicher geworden, aber gerade hier am Kopf, am Schnabel, diese Regentropfen hier, die Schärfe sitzt noch richtig geil da drin. Also Autopilot, das war ein guter Job, das kann man eigentlich fast so lassen. Was ist hier passiert? Wir sehen ja hier, der Autopilot hat wieder RAW-Daten erkannt, er hat ein Objekt erkannt, aha, das sehen wir hier auch. Und was haben wir hier gemacht? Sharpen hat er wieder nicht gemacht. Und er hat wieder ein bisschen Neues rausgemacht, diesmal ungefähr gleich viel wie vorhin. Ich würde sagen, wir machen es nochmal ein bisschen niedriger und schärfen es nochmal
mit einem winzigen bisschen von vielleicht 3% nach. Jetzt rechne es unten nochmal. Ja, na, das Nachschärfen ist mir fast schon zu viel. Ich mache das wieder aus. So, ja, das gefällt mir richtig gut. Speichern wir auch, Save Image und zack. Los geht's zum dritten Beispiel. Ein badender Sperber, der leider nicht ganz scharf ist. Entweder sitzt der Fokus nicht richtig oder ich habe einfach eine zu lange Verschlusszeit gewählt. Mal schauen, was die künstliche Intelligenz daraus macht. Und dann gehen wir in den Vergleich von den Bildern vorher, nachher und ziehen dann ein Fazit, ob sich Photo AI wirklich lohnt oder eben nicht. So, das Preview ist geupdatet. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, es ist hier immer noch so ein bisschen Unschärfe drin, die kriegt er auch nicht ganz raus, schauen wir mal. Also, Subject hat er wieder gut erkannt und er hat überhaupt nicht erkannt, dass da vielleicht ein bisschen Nachschärfungsbedarf wäre, aber das können wir ja noch manuell ein bisschen triggern. So, das Rauschen mache ich wieder ein bisschen runter, wir gehen ins Sharpen rein, Motion Blur, weil er sich bewegt hat, also Bewegungsunschärfe, und gehen da auch mal recht klein rein, mal 8, schauen wir mal, was hier passiert. Ja, da ist doch schon ein bisschen Schärfe dazugekommen. Muss man sich überlegen, ob es jetzt zu viel ist oder nicht. Ja, vorher, nachher. Ja, das holt den Sperber schon nochmal ganz gut raus. Ne? Und immer dran denken, wir sind jetzt auf 100% hier. Ja? Wenn ich das jetzt einfach mal so ein bisschen kleiner mache, 50%. Da muss ich jetzt die Vorschau nochmal kurz laden. Hier unten siehst du das, dass hier, wenn sich hier was bewegt, dann lädt es immer nochmal. So. Ne, das ist doch sauber, ja. Bisschen schärfer ist er geworden. Rauschen ist weg. Das ist schon okay. Damit kann ich erstmal leben und sage wieder Save Image. Und dann schauen wir uns gleich mal den Vergleich an mit eben demselben Bild, den Sperber von eben aus Sharpen AI versus Photo AI und die anderen beiden Bilder, den Reiher und die Amsel, eben aus Denoise gegen Photo AI. So, da haben wir den Reiher, links die Bearbeitung, die ich mit Denoise gemacht habe und rechts die Bearbeitung, die ich mit Photo AI gemacht habe. Gehen wir mal auf 100% rein, auf den Kopf und schauen uns das Ganze mal genauer an. Okay, da ist noch mehr Rauschen drin und da ist das Rauschen schon mehr weg. Hier ist er krasser nachgeschärft als hier, ja, also gerade hier, schau mal die Federn hier. Das sieht schon irgendwie völlig weird aus, ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Und das hier ist schon noch richtig schön natürlich geworden. Also auch das hier ist too much irgendwie. Da ist das schon natürlicher. Und im Denoise hätte ich auch nochmal das Rauschen nochmal brutaler rausziehen können. Ich fand das so eben ganz gut. Und Fazit dazu, man muss sagen, du siehst schon, Entrauschen geht super gut mit dem Photo AI. Genauso gut wie im Denoise auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber das Nachschärfen, das ist hier ziemlich in die Hose gegangen. Also da ist das in Denoise wesentlich besser geworden. Und du kannst ja in Denoise auch nochmal nachschärfen. Also so ist es ja nicht. Von daher würde ich sagen, hier leichter Punktsieg für Denoise AI. Schauen wir das nächste Bild an. Hier sehen wir unsere Amsel. Links Denoise, rechts Photo AI. Wir gehen nochmal rein in 100% und schauen mal, wie das hier aussieht. Rauschen ist hier wesentlich mehr ausradiert worden als hier. Es ist mir fast schon ein bisschen zu glatt, aber das hätte ich auch noch mal durch den Regler entsprechend einstellen können. Und hier ist es noch ein bisschen drin, aber bei weitem nicht so stark wie im Rohbild. Das ist schon richtig gut geworden. Die Details hier sind auch gut erhalten geblieben und das Rauschen ist weg. Hier auch. Ich habe hier gar nicht mehr nachgeschärft. Es ist trotzdem hier noch mal eine Ecke schärfer als das hier. Aber auch eher marginal. Also hier würde ich sagen, Photo AI gewinnt dieses Bild hier, wenn man eben der Meinung ist, dass dieses komplette Rauschen entfernen hier entsprechend so schön ist und so sein soll. Aber das ist ja auch hier bei den feinen Härchen zum Beispiel, das richtig gut gemacht. Und hier eigentlich auch. Hier hätte ich den Regler ein bisschen stärker ziehen können, da wäre das auch nochmal mehr weggegangen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil so ein leichtes Grundrauschen ist ja eigentlich schon auch ganz authentisch in dem Bild, als wenn man es komplett glatt bügelt. Also du siehst, egal ob du hier im Denoise oder hier im Photo AI die Regler entsprechend nochmal anders bedienst,
Man kann die Ergebnisse eben ziemlich auf Augenhöhe betrachten und das eine Programm ist es, würde ich sagen, an der Stelle nicht signifikant besser als das andere. Sie nehmen sich im Grunde nicht viel, es kommt auf die Einstellungen an und da kann man schon mal sagen, dass das Photo AI eigentlich einen richtig, richtig guten Job macht. Und wenn du eben sagst, du willst das Entrauschen, das Nachschärfen und vielleicht nochmal, wenn du es irgendwann mal brauchst, das Hochskalieren in einem haben, dann sparst du natürlich ein bisschen Geld, wenn du das Photo AI holst und eben nicht alle drei anderen. Aber wenn du sagst, ey, dieses Entrauschen ist cool, das würde mir reichen, Nachschärfen mache ich in anderen Programmen, brauche ich gar nicht, das D-Noise schärft ja auch nochmal nach, wie wir jetzt eben gesehen haben, dann ist es natürlich kostengünstiger, wenn du dir nur ein D-Noise holst. Das ist am Ende dir überlassen. So, ein Bild fehlt aber noch, wir schauen uns nochmal den Sperber an. Da ist er, links aus Sharpen AI und Sharpen AI macht ja auch das Rauschen weg und rechts aus Photo AI. So, und da sehe ich jetzt schon, was das Nachschärfen angeht, schon einen geilen Unterschied. Ne? Also das hier ist wesentlich schärfer geworden als das hier, diese Bewegungsunschärfe hier im Kopf. Die kriegen wir nicht ganz raus, hier auch nicht ganz, aber das ist schon ein bisschen besser geworden. Aber nichtsdestotrotz, es ist hier schon, man sieht schon, dass das so künstlich nachgewischt ist da. Ne? Also die Federn hier sind schon ein bisschen überschärft, da unten auch ein bisschen unnatürlich. Das sieht hier, auch wenn es nicht ganz so rattenscharf ist, noch ein bisschen unnatürlicher aus. Also zu viel Schärfe ist dann eben auch nicht wirklich gut. Klar, wenn man es jetzt auf ausgezoomt anschaut, fällt es jetzt gar nicht groß ins Gewicht. Aber wenn wir es uns wirklich auf 100% anschauen, dann sehen wir schon, dass das Sharpen AI zwar schlechter nachgeschärft hat, was die Intensität der Schärfe angeht, im Vergleich zu hier, zum Photo AI. Aber ich finde, es sieht hier noch ein bisschen natürlicher aus. Ja? Hätte ich hier den Regler vielleicht noch weniger gemacht, vielleicht nur bei 1 oder so, oder vielleicht sogar ganz rausgelassen und mich darauf verlassen, dass eben die Entrauschen-Funktion hier auch nochmal ein bisschen schärfer reinhaut, wäre es besser gewesen. Da kann man jetzt rumspielen ohne Ende. Ja, ich will das Video auch nicht ewig ausdehnen. Fazit dazu, meines Erachtens, Photo AI macht hier einen sehr guten Job. Sharpen AI auch. Auch wieder Augenhöhe. Und da ist das Programm auch wirklich gleichermaßen gut. Also, was habe ich gemacht? Ich habe noch ein bisschen damit rumgespielt und habe aber für mich festgestellt, da ich D-Noise, Sharpen und Gigapixel bereits gekauft habe und in Anwendung habe, dass mir persönlich das Photo AI nicht mehr viel bringt, weil, wie wir eben gesehen haben, es ist qualitativ zu den anderen Programmen im Vergleich, ist es kein großer Mehrwert. Und deswegen werde ich auch von meiner Geld-Zurück-Garantie Gebrauch machen und das Programm wieder zurückgeben. Nicht, weil ich es nicht gut finde, aber weil ich eben diese Funktionalitäten, die es eben im Angebot hat, bereits durch die anderen Programme abgedeckt habe. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest dir ein bisschen einen Einblick verschaffen in dieses Programm. Gerne mal kommentieren, welche Programme von dieser Firma du benutzt, was dich davon interessiert. Und wenn du eben eins dieser Programme erwerben möchtest, dann gerne mal unten in die Links in der Videobeschreibung klicken. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine weiterhin erfolgreiche Bildbearbeitung und sage wie üblich, Peace out und ciao und bis zum nächsten Video.